Man mag die Stille gar nicht durchbrechen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Life in the Woods. Wir haben endlich unseren Bestimmungsort gefunden, den Ort gefunden, wo wir anfangen wollen zu bauen. Wo wir sagen, hier wird eine hoffentlich lange Reise beginnen. Und die lange Reise möchte ich mir jetzt erstmal von oben angucken. Ich war dann doch überrascht, dass wir es so halbwegs schnell gefunden haben. Wir legen mal hier einmal unser Bettchen. Bettchen. Hin. Weil es wird gleich dunkel. Und da müssen wir natürlich schlafen. Damit wir hier im Hellen anfangen können. Und ich habe mir schon einige Gedanken gemacht. Es beschäftigt einen ja doch auch ein bisschen irgendwo, ne? Und habe mir schon überlegt, was, wie, wo und überhaupt. Und ich will es eigentlich gar nicht vorwegnehmen, weil es wird sich wahrscheinlich dann eh entwickeln und man wird... Ey, wir haben Nachbarn. Wollen wir mal Hallo sagen gehen? Geil. Geil. Das passt gerade so gut in meinen Plan rein, den ich dann nämlich eigentlich vorhatte. Insofern ist das ganz cool, dass wir auch Nachbarn haben. Oh, hier müssen wir aufpassen, hier kann man runterfallen. Was aber gut ist, wir gehen uns jetzt erstmal gleich im Hellen natürlich die Nachbarn anschauen. Und das Bett lassen wir erstmal nicht da oben, also schon jetzt zum Schlafen, aber das kommt nachher woanders hin. Wir bauen uns so eine kleine Behütung erstmal, damit wir uns da einen Rückzugsort schaffen. Das kleine Häuschen kommt wahrscheinlich hier so auf die rechte Seite zwischen diesen zwei wunderschönen Birken. Gute Nacht. Mit Blick auf die Nachbarn. Hoffentlich hatte ich keine Morgenerektion. Das wäre natürlich eine peinliche Vorstellung, wenn die so rüberschauen und dann hoch. Was ist er? Ich bin nur fröhlich, euch zu sehen, liebe Leute. Gut, dann gehen wir doch mal Hallo sagen. Da ist ein Wauwau auf dem Baum. Au. Da lacht er mich gleich aus. Wow. Wow. Ersten drei Folgen haben mir mega gut gefallen. Hat echt Spaß gemacht. Sich ein bisschen auch die Welt anzuschauen. Das war eine ganz... Oh, guck mal, hier haben wir gleich einen Fluss mit dem Wasser. Oh, ist das hübsch. Also es war auf jeden Fall eine gute Idee, hier sesshaft zu werden. Haben hier gleich wirklich... Brokkoli. Und ein paar Pimmelnasen. Ich glaube, die mögen das nicht, wenn wir die so nennen. Vielleicht ist das diskriminierend. Nein, das ist liebevolle Nachbarschaft. Das ist liebevolle Nachbarschaft. Vielleicht verlieben wir uns auch in einen der Pimmelnasen. Hi. Was ist, macht ihr da gerade ein Heiratsritual? Es tut mir so leid, dass ich störe, aber hallo, ich bin der neue Nachbar. Und ich würde ganz gerne da hinten einziehen, so. Ja, wenn ihr was dagegen habt, dann sagt einfach jetzt mal ganz kurz nix. Achso, ja, passt. Super. Also ich glaube, die haben nichts dagegen, dass wir da wohnen. Ach, schau mal. Schön. Schön habt ihr es hier, liebe Nachbarn. Dann können wir wirklich unser Eisgeschäft auch machen. Ach hier, guck mal da. Haben die auch eine Kneipe hier oder was? Was ist hier los? Ah, schau. Das scheint der Arzt zu sein. Dr. Dorfbewohner. Guten Tag. Schweine haben wir hier. Geil. Also die haben Schweine. Bald haben wir sie. Ich bin nur auf der Suche nach einer Kiste. Vielleicht haben die irgendwo eine Kiste, wo sie ihr ganzes Gold verstecken. Was haben die denn hier noch Schönes? Chili-Pfefferpflanze. Auberginen. Erbsen. Buchsbaum. Brauche ich jetzt nicht. Die Bücherregale klauen wir uns irgendwann mal, aber pst. Das machen wir erstmal noch nicht. Wir versuchen uns erstmal ihr Wohlbefinden zu erschleichen. Und wenn sie dann schlafen, kommen wir vorbei und rauben sie aus. Alles sehr baugleich, ne? Das sind so Fertighäuser wohl gewesen. IKEA Fertighaus oder so. Gibt's denn vielleicht irgendwo ein IKEA? Ich bräuchte ein paar Werkzeuge. Nein? Okay. Ach hier. Hör doch auf.
wahrscheinlich das Sterbeloch von denen. So, pass mal auf. Wenn wir aber schon hier sind, schauen wir mal, dass sie vielleicht noch ein bisschen Weizen haben. So für ihren neuen Nachbarn als kleines Willkommensgeschenk. Ich mach's euch nicht kaputt. Ich nehme hier nur ein bisschen, okay? Huch. Da habt ihr noch ein Stück Holz mehr. Tut mir leid. Supergeil. Supergeil, supergeil. Danke, 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 danke. Ach, es ist so zu höflich. Dankeschön, danke. So, eine Werkbank hattet ihr doch hier gerade auch irgendwo, ne? Beim Meister der Bar. Der Barmeister war das, genau. Dann machen wir uns hier mal schnell noch ein paar Brötchen. Lecker Brötchen. Damit wir nicht gleich verhungern, weil das sieht schon wieder sehr knapp aus. Treibsand. Ach, das ist doch der aus der ersten Folge. Wie lieb. Der uns fast getötet hätte. So. Einmal Weizen. Was ist es? Lavendel. Weg. Weg, du böses Lavendelzeug. Der Ausschlag ist. Hi. Ja, ich esse Brot. Bald bist du dran. Geh mal weg. Das ist mein Brot. Oh, voll gefressen. Jawohl. Dann können wir jetzt tatkräftig zur Sache legen, oder? Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon. Cool. Cool, cool, cool. Ich freue mich schon riesig drauf. Wir werden uns jetzt zuallererst, bevor wir irgendwas machen, eine Kiste bauen, wo wir unseren ganzen Krempel reinpacken, den wir jetzt unterwegs mitgenommen haben. Und Bäume klopfen, dies klopfen, das klopfen. Also jetzt geht's dann so langsam los mit dem elementaren Geschichten. Boot, dich brauche ich erstmal nicht, danke. Haben wir Gott sei Dank ein bisschen Eisen. Das heißt, wir können uns gleich mal einen Ofen auch noch hinstellen. Und uns ein paar halbwegs gute Werkzeuge machen, dass es einfach ein bisschen flotter geht, ne? Flotter. Was ist das hier? Erde. Ah, die behalte ich mal noch. Die behalte ich mal noch. Da habe ich nämlich auf Twitch lange checken müssen, dass man Erde braucht, um eine Farm aufzumachen. Weil ich in einem Biom gebaut habe. Ja, das war ja jetzt klug, dass ich das hier mit Pflastersteinen zugemacht habe. Auch dumm, ne? Weil ich in einem Biom gebaut habe, das sumpfig war. Was bedeutet, dass man quasi auf Matsch versucht hat, ein Ackerland zu machen. Und das hat irgendwie nicht so sonderlich gut funktioniert. Oh, ist das herrlich hier. Wir haben so ein Glück. Hi. Wollen wir so dicht bei den Nachbarn? Ich weiß, wir könnten auch hier oben anfangen, so das Hütchen zu bauen. So ein bisschen erhoben. High Class halt einfach, ne? Dass wir so den Nachbarn mit den Stinkefinger sagen, hier, wir sind der Neue, wir machen es viel cooler als ihr. Jo. Ach, guck mal, da haben wir schon so viel von. Jo. Jo, machen wir das. Genau. Jetzt müssen wir mal gucken, wo setzen wir das Haus? Wir könnten es auch hier so hinsetzen eigentlich. Oh, geil. Hier so in diese Höhle rein. So, das wird jetzt wieder ewig dauern, bis wir dann einen Ort und einen Punkt gefunden haben, wo ich sage, ah, hier, guck mal, da machen wir das. Knapp. Knapp, knapp, knapp. Ich hoffe auch, dass die Musik diesmal ein bisschen besser rauskommt als letztes Mal. Auf dem Kopfhörer ist sie jetzt ein bisschen zu laut sogar fast, deswegen muss ich ein bisschen runterregulieren gerade. Aber bei den ersten drei Folgen kam die nicht so sonderlich gut durch, das tut mir auch leid. War so ein bisschen unterschwellig dabei, würde ich sagen. Aber das ist ja auch manchmal ganz schön, ne? Jetzt bin ich hart am Überlegen, wo wir anfangen. Das ist immer so die Krux bei der Sache. Wo setzt man so die ersten Sachen hin? Wird natürlich erstmal so ein kleines Holzhaus. Oder setzen wir gleich mit Marmor an? Können wir natürlich auch machen. Gar nicht übertrieben. Nein, nein, ist gar nicht übertrieben. Wir könnten uns auch einfach hier reinsetzen erstmal. Und von da aus dann die Welt erobern. Das ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Pass mal auf. Dass wir das hier erstmal so als kleinen Unterschlupf nehmen. Super sexy natürlich, ich weiß.
und dann von da aus einfach anfangen zu operieren. Am offenen Herzen. Jo, 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 jo. Der war falsch. Das geht ja schon super los. Jetzt werden dann so die, wird die Zeit kommen, wo sie alle da sitzen werden und sich denken, boah, was macht der denn da? Aber wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, gerne her damit. Jomaro hat mir schon einen gegeben mit einem Shader, den ich dann demnächst mal ausprobieren werde. Freue ich mich schon drauf. Sei gegrüßt an dieser Stelle. Vielen herzlichen Dank dafür. Learning by doing halt, ne? Jo. Machen wir mal gleich die Schotten dicht. Dass die Killerschafe uns hier nicht überfallen nachts. Und vor allem die Nachbarn nicht, die Bösen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bums. 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 So. Und dann hauen wir hier mal gleich unsere Werkbank rein. Die war dort. Und unser hübsches kleines Bettchen. Dann einen schönen Muckelort. Bett kommt. Werkbank kommt dahin. Nein, das Bett hätte ich ganz gern dort. Was haben wir denn jetzt schon wieder aufgenommen? Klee. Who the fuck needs Klee? What? Kann man eine Werkbank so benutzen? Ja, das geht. Super. Eine Tür wollte ich mir bauen. Sehr gut. Und dann halt, wie gesagt, eine Kiste. Zuck. So. Wo dann erstmal der ganze Schrott reinkommt. Zack. Natürlich werden zwei Kisten ein bisschen klüger gleich am Anfang. Die machen hier keinen Unterschied, oder? Kiste heißt ja eigentlich Truhe. Sehr gut schon. Ich habe mir wieder einen Kaffee hingestellt und eine Tasse Teechen. Dass das hier wieder ganz entspannt wird alles. Und wir ganz langsam und bedächtig anfangen. Also Prost, liebe Leute. Deliziös. Jo, machen wir erstmal ein bisschen hübsch. In Anführungszeichen hübsch. Das ist der Schornstein. Ne? Da kommt dann der Ofen drunter. Siehst du, da haben wir gleich wieder was zum Bauen. Heißt auch Hornstein. Nein, da fehlt mir jetzt einer. Ah, das geht auch so, ne? Verdammt. Sei verflucht, Hornstein. Gut, wenn er nicht will, hat er schon. Gut, dann machen wir das mal alles hier rein erstmal. Tomaten haben wir schon, ein paar Brote, ein paar Karotten. Supi Pupi. Also wir sind schon mal so ausgerüstet, dass wir sagen können, wir könnten eventuell ein, zwei Tägchen überleben. Für den Fall, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert. Und das ist ja schon mal ganz schön. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal auf die Suche nach Pflasterstein gehen. Ist schon dunkel wieder, ne? Das geht aber auch schnell. Das geht aber auch schnell hier. Ist ein bisschen fußkalt hier mit der kalten Erde. Aber was soll's? Das ist ja nur der Anfang, ne? Schönes anders. So, was wollten wir suchen? Genau, Pflasterstein. Ich schätze mal, das finden wir in unserer Riesenkuhle, die wir gefunden haben. Quarzit. Gib mir erstmal die Kohle und das Eisen, was da noch rumliegt. Und dann heißt es erstmal Bäume fällen. Vielleicht fangen wir schon mal an, ein kleines Feld anzulegen. Müssen wir mal gucken, ich mache es mal ganz kurz bequemer. Ah, musst du jetzt hier rumhüpfen, du Arsch. Blöd Mann. Ich will doch abbauen. So, nächstes Mal werden wir dann, glaube ich, mal den anderen Shader ausprobieren. Mal gucken, ob der da auch diese schwarzen Flecken gibt oder nicht. Ich meine, es ist jetzt nicht mega störend, aber doch irgendwie schon. Professionalität sieht anders aus. Aber die sollte man hier auch nicht erwarten.
So, super. Ich könnte ja schon mal so ein bisschen erzählen, was ich vorhab. Dadurch, dass wir so ein bisschen in dieser Bergkuhle, möchte ich es nennen, es ist ja nur ein kleiner Hügel eigentlich, wohnen und wir jetzt doch gegenüber das Dorf haben, wo ich gar nicht mit gerechnet hatte. Das habe ich erst gesehen, nachdem ich quasi die erste Aufnahmerunde beendet habe, mich gefreut hat, dass wir den Ort gefunden haben, wo wir jetzt sind. Würde ich ganz gern so eine kleine Verteidigungsanlage, könnte man es nennen, bauen. Ich weiß noch nicht, ob aus Stein oder aus Holz erstmal und dann irgendwann nachbauen. Quasi, das ist einmal so, hier so, ich versuche es mal nachzuzeichnen, so, dann kommt da ein rechter Winkel, so rumgeht, ne? Und hinten auch ein bisschen abgedeckt, dass wir quasi so unser eigenes Reich haben, würde ich mal sagen. Reich ist so negativ belastetes Wort. Unseren eigenen Wohnraum. Wohnraum ist, glaube ich, okay. So, schauen wir mal, kriegen wir hier Pflasterstein raus. Dolomit haben wir aufge. Eine Rippe. Ich will keine Rippe. Wer weiß, wen die gehört. Mir auf jeden Fall nicht. Hoffentlich. Quarzit. Vielleicht kriegen wir. Kriegt man aus Granit Pflasterstein? Ich weiß es nicht. Man muss es mal ausprobieren. Da. Nee. Ich will doch nur einen Ofen bauen. Das ist halt das Doofe. Man muss ewig. Ah, daraus geht's. Super. Ewig suchen, bis man so diese Grundmaterialien gefunden hat, woraus man dann Sachen bauen kann. Dadurch, dass es halt diese ganzen Mods gibt, gibt es halt so viele verschiedene Arten von Steinen. Und nicht jeder ist dafür geeignet, sich zum Beispiel Werkzeuge zu schaffen. Oder halt einen Ofen draus zu machen oder sonst was und sonst was. Das heißt, da muss man sich dann auch erstmal irgendwann mit auskennen. Und das wird, glaube ich, auch eine Zeit lang dauern. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben die Zeit. Wir haben vor allem die Lust. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Und das hier zum Beispiel, diese Eisenblöcke. Nein, diese Höhle, die ich hoffe unten noch weitergeht, in diesem kleinen Loch, da könnte man den nochmal schnell nachschauen gehen. Die würde ich gerne noch oben zubauen, dass wir quasi uns da so einen kleinen Eingang reinsetzen. Aber alles mit der Zeit. Alles mit der Zeit. Ich merke schon, ich nehme Sachen vor, die werden Ewigkeiten dauern. Und sehen am Ende scheiße aus. Aber das gehört dazu. Super. Haben wir wieder 15 Blöcke Eisenerz. So, bevor wir aber jetzt weggehen, wollte ich hier nochmal nachschauen. Das sieht ja schon ganz gut aus. Au. Hallo? Ich hab keine. Scheiße, ich habe keine Fackel. Das ist, glaube ich, eine Fledermaus. Wir werden jetzt einmal. Ich weiß nicht, ob ihr viel sehtet. Ich sehe das nicht sehr viel. Außer, dass hier noch ein bisschen Kohle ist. Aber vielleicht kann man sich da irgendwo ein bisschen weiter reinbauen. I don't know, man. Guck mal, da geht es ja noch ewig weit. Ja, da haben wir doch eine super Höhle. Da werden wir, glaube ich, nochmal mit einer Fackel zurückkehren. Sicherheitshalber. Womit bauen wir uns jetzt hoch? Mit dem Dolomit hier, oder was das war? Genau. Dann sind das unsere Dolomiten hier. Geil. Genau, hier machen wir dann quasi so eine Holzschicht drauf. Zwei Wörter, die ich sehr viel gesagt habe. Quasi und Aber es ist gar nicht so leicht. Für mich ist das, wie gesagt, auch einfach mal, da haben wir schon wieder zum Lernen. Es ist ein Lernprozess für mich, dass ich einfach frei sprechen kann. Und sinnvolle Sachen füllen. Was war da gerade? Ach, das zeigt dir ja an, wie viel satt das macht quasi. Mal wieder. Wir sollten so einen Counter einführen. Jetzt sollte doch der Ofen damit gehen, ne? Ja, super. Ein Ofen haben wir dann schon mal. Wo war der Schornstein? Hier. Tut mir leid, liebe Blume, du musst leider weichen. Dann können wir schon mal Kohle machen. Eisen. Nicht Kohle. Und holen uns eine Eisenaxt und hacken alles tot. Alles. Dich zuerst, Freund Schaf. Dich zuerst. Hi. Na? Willst du sterben? Ja? Mit einer Holzaxt wäre das gemein. Aber ich kann dir einen Löwenzahn in den Popo stehen. Nein. Nein. Okay. Dann kommt der Löwenzahn halt da.
Holz hatten wir hier. Ein paar Stäbchen. Dann fangen wir erstmal an und machen uns eine Axt. So nicht, sondern so. Dankeschön, liebe Natur. Und wenn wir schon dabei sind, gleich eine Schaufel hinterher. Und wenn wir schon dabei sind, gleich mal ein Schwert. Dann haben wir die Grundausrüstung erstmal da. Unser Spitzhacke ist kaputt gegangen vorhin, ne? Da müssten wir auch nochmal nachlegen. Gut, wir haben hier noch zweimal Bretter. Das heißt viermal Stock. Einen brauchen wir noch. Super. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Cool. Dann sind wir erstmal gut ausgestattet und können anfangen, ein bisschen Holz zu hacken. Hier hatten wir doch auch noch ein bisschen Eisen, jawohl. Ich bin am Überlegen, ob ich mir gleich eine Rüstung bauen soll oder nicht. Ich meine, wir sind jetzt noch in diesem Friedlich-Modus unterwegs. Würde ich auch ganz gerne noch eine Weile bleiben, einfach bis wir uns ein bisschen was aufgebaut haben, wenigstens. Und wir werden hier erstmal alles rigoros roden. Holen uns mal gleich ein bisschen Sand zur Verstärkung. Das, wenn Sand sag ich, ist natürlich Erde. Ja, ich weiß. Dass wir uns auch gegebenenfalls einfach raufbauen können. Da, da war der Baum. Mein Freund der Baum. Und ist die Frage, ob wir jetzt hier gleich alles wegholzen. Uns die Arbeit machen. Ohne zu bauen. Das wird natürlich mega langweilig am Anfang. Oder ob wir uns immer Stück für Stück die Materialien holen. Das entscheide ich dann spontan. Was ich noch schnell machen wollte, wenn wir schon mal dabei sind. Danke. Weil ich das immer ganz schön finde mit zum Arbeiten. Ist eine Schere. Und dann können wir hier auch die Bäume nämlich ein bisschen beschneiden. Hallo? So ging das, genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hui! Genau. Dann können wir das nämlich auch gleich mit nutzen und kriegen dadurch auch noch ein bisschen Saatgut, sag ich mal, um neue Bäume zu pflanzen. Wir denken natürlich sehr ökologisch in diesem Spiel und versuchen dann auch woanders die ganzen Bäume wieder hinterher zu setzen. Damit es nicht heißt, oh, du Baumzerstörer. Du hast alles kaputt gemacht. Nein. Wir denken hier nachhaltig. Natürlich. Und setzen Riesenbäume. Das hat mir schon beim normalen Minecraft immer so gefallen, wenn man so einfach gigantomanische Bäume hinsetzt. Hörst du auf, meinen Baum aufzuessen? Ja, habe ich genau gesehen. Frechdachschaf. Ist ja nicht zu fassen, du. So viele schöne Birken. Sieht ein bisschen aus wie einer russischen Taiga hier. Aber nicht mehr lange. Und dann können wir so ein schönes, kleines Birkenhaus bauen am Anfang. Und den Boden dann mit Eiche machen. Ich glaube, es war Eiche, wenn mich nicht alles täuscht. Zack, Dankeschön. Der Rabiator. So, da sollten wir eigentlich auch schon... Nee, nicht mal ein Stack voll, krass. Das geht normalerweise immer so schnell. Nimm doch bitte die Axt einfach dafür. Super. Die sind lieb hier, die Kleinen. Die machen wir aber auch kaputt. Und dann wird schon wieder dunkel. Das geht so schnell. Ah, das Brot hält ziemlich lange durch. Was Hungergefühl so angeht. Da sind wir jetzt schon eine Zeit lang satt. Tür zu. Meins. Hier, rohe Hühnerhappen. Und dann machen wir uns mal gleich noch eine zweite Truhe, wo nur Holz und sowas reinkommt. Ich glaube, das ist eine ausgezeichnete Idee. Dass wir da einfach gleich schon ein bisschen System drin haben in der Ordnung. Das lasse ich nämlich immer sehr gerne schleifen und sehr oft.
Das heißt, alles, was aus Holz ist, kommt dann in dieser Doppeltruhe. Und die stellen wir bestmöglich hier gleich an den Eingang. Zack, zack und zack und zack und zack und zack. Man kann sich das jetzt hier auch ordnen lassen. Das finde ich total schön. Das kommt da auch rein. Das Eichenholz werden wir auch mal gleich zu Brettern zerlegen. Super. Und dann heißt es schlafen. Verzeihung. Ist das schön hier? Die Sonne geht da hinten auf, ne? Ja. Der Baum stört da so ein bisschen. Naja, solange es nur der Baum ist und auch nicht die Nachbarn, müssen wir mal gucken, ob das hier so eine gute Nachbarschaft wird oder ob das irgendwann endet wie bei Höllische Nachbarn auf RTL früher. Falls das noch jemand kennt. Das war so eine großartige Serie. Da hat Tanja Schumann auch, glaube ich, ab und zu mitgespielt, ne? Und der Moderator, macht er jetzt nicht Frühstücksfernsehen bei RTL? Ich weiß es nicht. Ich gucke, glaube ich, zu wenig RTL. Das ist, ich fühle mich da überfordert bei den Hochqualitativprogrammen, was RTL abliefert. Das überfordert meine Intelligenz so dermaßen, dass ich immer sabbernd davor sitze und nicht verstehe, was die da alle sagen. Könnte aber auch an dem Dialekt liegen, den die meisten Leute da reden. Oh Mann, kann man sich ja gar nicht mehr anschauen, oder? Selbst die Nachrichten sind eine Katastrophe. Früher gab es da wenigstens noch ein paar gute Sendungen. Samstagnacht. Das war cool. Die 90er. Die Camper. Unvergessen. Ritas Welt. Ich meine, das war auch Trash-TV. Oh Gott. Na du. Ganz alleine hier? Camper habe ich immer super gern gesehen. Das war für mich dann immer so die Sommerzeit. Oder mein Leben und ich hieß es, glaube ich, mit Wolke Hegenbart oder so. Wer heißt eigentlich Wolke? Die muss ja auch Hippie-Eltern gehabt haben, oder? Hieß die Wolke? Wolke Degenhardt oder irgendwie sowas? Oder vielleicht hieß sie auch Dolke Hegenwart. I don't know, man. Das war aber auch eine coole Serie. Wobei ich die nicht ganz hab gewusst zum Einordnen. Zum Einordnen gewusst hab. I don't know. Wie sagt man das? Ist das jetzt eine Serie eher für Teenager, für Erwachsene? Ich meine, wie alt war ich, als es rausgekommen ist? 12, 13, sowas in den Dreh. Hab das aber immer ganz gern geguckt, eigentlich. Mal so das Leben aus der Sicht eines Mädchens. Als 13-jähriger Bub interessiert man sich natürlich für sowas. Was kann ich lernen, um die Mädchen besser zu verstehen? Alles, hat alles geholfen, ohne Ende. Richtiger Casanova geworden, wegen mein Leben und ich. Danke, Wolke, danke. Super. Das geht dann doch schneller als gedacht hier, dieses Abholzen. Gut, wir haben auch gutes Werkzeug. Das muss man einfach auch sagen. Ein Handwerker ist nichts ohne sein Werkzeug. Ah, eine Sonnenbrille wäre geil. Moment. Da können wir gleich mal nachgucken. Sonnenblume. Ne? Ne, Sonnenkoralle sogar. Es gibt sogar ein Sonnenblumen-Weizenbrötchen. Tja, hör mir auf. Salz, Ei. Oh, wir brauchen ganz viel Salz irgendwann, glaube ich mal. Woraus macht man denn Speiseöl? Aus einer Saftpresse und aus einer Olive. Und eine Saftpresse braucht man mit einem normalen Stein, so wie das aussieht, und einer Druckplatte. Heidewutzka, wir werden noch so viel lernen müssen einfach. Also ich frage mich dann, ob das irgendwann so Automatismen sind, wo du gar nicht mehr nachschauen musst. Wo du genau weißt, ach hier, da brauche ich Olivenöl oder ob das dann irgendwann auch logisch aufgebaut ist. Wahrscheinlich ist es jetzt schon logisch aufgebaut, nur ich durchblick's noch nicht, weil ich es noch nicht so weit gespielt habe. Das muss man sich dann mal anschauen alles. Aber jetzt erstmal ganz ruhig.
Wir wollen es ja nicht gleich übertreiben. Jetzt heißt es erstmal bauen, bauen, bauen. Schauen, schauen, schauen. Und weiterbauen. Gut, die Bäumchen machen langsam Platz für uns.